Hallo Sportsfreunde, seid gegrüßt zu einem weiteren Part. Es ist wieder eine Woche vergangen und es ist Zeit für Tippspiel-Wochenshow. Ja, Hallöchen, hier Otaldo. Ja, wir schauen mal, was sich so getan hat. Drei Spiele sind innerhalb dieser Woche vom KSV hochgeladen worden. Vier sogar, ne? 7, 8, 9. Und der 10. der kommt jetzt. Ah ja, genau, hast 10. kommt noch. Mhm. Ja, sehr gut. Und es hat sich tatsächlich wieder einiges getan. Also wie ihr sehen könnt, Tipps, wenn der Otaldo da gleich ein bisschen scrollt. Wir können das nämlich nicht sehen. Wir machen das hier nämlich drauf. Über Skype. Ich kann nicht sehen, was er euch zeigt. da seht ihr, wie die Regelmäßigkeit ist. Es gibt immer noch einige, die vom ersten Spiel an immer regelmäßig die Tipps abgegeben haben. Unter anderem Goli, Di Fabio, Bendix und Diablo. Ich komme nicht so schnell hinterher. Ich weiß nicht, wo die sind. Hier, Bendix und Diablo. Genau. Ja. Ja, dafür seid ihr auf jeden Fall sehr, sehr zu loben, aber natürlich auch die anderen. Manchmal schafft man es natürlich nicht, immer das abzugeben, aber ihr bleibt am Ball und das finden wir sehr, sehr gut. Das freut uns sehr und es ist auch wirklich spannend. Wenn wir mal auf die Platzierung gehen, da sehen wir dann ja die Tabelle und es hat sich einiges getan. Also wir konzentrieren uns mal auf die Top 10, denn die ganze Tabelle, das wäre einfach zu viel. In den Top 10 sehen wir Erhardo mit 13 Punkten an erster Stelle, das ist gleich geblieben. Zweiter Stelle Arjen Robben, 11 Punkte, auch gleich geblieben. Hat natürlich Punkte dazu bekommen, aber gleich geblieben. Pibimann, auch gleich geblieben, immer noch an dritter Stelle. Aber hier kommt der nächste Wechsel dann. An vierter Stelle Trubeljubel, der konnte sich nach oben schrauben. Warum? Er hat einen Fünfer gelandet. Das sieht man, wenn man in die Punkte reingeht. Er hat im, muss ich gerade mal gucken. Ich weiß nicht, in welchem Spiel. Da, Trubeljubel. Im achten Spiel hat er 5 Punkte gelandet und konnte sich damit in der Platzierung gleich an Stelle 4 schrauben. Also, sehr, sehr gut. Dann haben wir Mrs. Gui Gui. Das ist gleich geblieben. Cruciatus auch nach oben befördert, auch mit ein paar Punkten, die er sammeln konnte, auch mit dem Fünfer dabei, konnte auch ein paar Plätze gut machen. Ja, und die nächsten beiden, Madness und Gizmo, sind dadurch ein bisschen nach unten gefallen. Machen da die Plätze 7 und 8. Ja, und dann haben wir noch Death Hunter und The Vazulu, die beide auch einen Schritt nach oben gemacht haben, also konnten auch Punkte gut machen, sich nach oben Anschluss verschaffen. Und das sind die Top 10, die jetzt da oben das Rennen machen. Aber man sieht auch, die Punkte liegen immer noch nah beieinander. Also das sind Unterschiede von einem Punkt. Richtig, das ist also noch lange nicht das Ende des Absolut. Ganzen. Ne? Und wenn man davon ausgeht, dass wir, wie viele Folgen hatten wir letzte Saison? Das waren 55, also da ist auf jeden Fall noch das einiges auch, drin. Ja. Ne? Und auch, wir haben ja jetzt schon die Tipps von euch erhalten fürs 10. Spiel. Ohne da zu viel zu verraten, kann man aber schon sagen, dass da schon einige gute Tipps bei sind. Also auch dieser Part wird einige Punkte verteilen. Und ihr könnt natürlich gespannt sein, wie das Spiel ausgeht. Aber auf jeden Fall sehr, sehr gut. Die Entwicklung ist sehr, sehr gut. Und wir hoffen natürlich, dass ihr weiterhin am Ball bleibt, dass vielleicht auch noch mehr tippen. Wir geben noch nicht die Preise bekannt. Also wir haben schon eine grobe Richtung. Aber wir geben es noch nicht bekannt. Ein bisschen Spannung muss ja auch dabei bleiben. Natürlich. Ja, aber so viel zu der Wochenshow für diese Woche. Und mal schauen, was die kommende Woche so an Punkten mit sich bringt. Ja, denke ich auch. Da wird auf jeden Fall richtig noch was abgehen. Je nachdem, wie wir spielen. Wir sind nämlich unberechenbar. Goli hatte ja die Befürchtung, dass wir die Spiele manipulieren würden, damit er keine Punkte macht. Genau, wir warten einfach nur, bis er seinen Tipp abgegeben hat und dann spielen wir das Spiel. Dann spielen wir. Ja. Na, zum Glück ist es ja nicht so. Nee, natürlich nicht. Ja, gut. Ich denke, das war's dann im Prinzip auch, ne? Kann man so sagen. Woche.
Also, bleibt am Ball, gebt eure Tipps ab, bleibt regelmäßig dabei und ihr könnt auch gerne, wenn ihr eure Tipps abgebt, nochmal einen netten Spruch dalassen, was auch immer sehr, sehr gut ist und uns freuen würde, wenn ihr die Videos auch ein bisschen liken würdet. Also, wenn ihr euren Tipp abgebt, auch gleich vielleicht ein Like abgebt, dann sehen wir auch, dass euch das gefällt und nicht nur ihr preisgeil seid. Richtig, das wäre echt voll cool, wenn jeder, wenn er einen Tipp abgibt, auch ein Like abgibt, dann hätten wir ja plötzlich mal so 20, 25 Likes oder so, das wäre ja echt mal traumhaft. Mal sehen, ob wir es schaffen, vielleicht funktioniert das ja mal bei den nächsten Folgen, die das so rauskommen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also wir haben im Schnitt 20 bis 30 Kommentare, wenn jeder, der einen Kommentar abgibt, manchmal sind die natürlich auch doppelt, aber also wenn jemand mehr schreibt, ne, aber wenn das im Schnitt auch die Likes wären, dann wäre das sehr, sehr cool für die Entwicklung unserer Videos. Ja, ich sehe hier gerade noch zu dem aktuellen Spiel, was jetzt bald kommt, gegen Stuttgart, glaube ich. Da sind noch ein paar große Flächen offen. Insgesamt haben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 abgegeben. 21, glaube ich, wenn ich mich von 44 habe. Oder so? Ja, also da ist noch ein bisschen was offen, ne? 50%. Ich denke auch, da geht noch was. Also einige haben natürlich auch irgendwie mal eine Folge gesehen und einmal einen Tipp abgegeben und das war's dann so. Aber viele, eigentlich die meisten, sind schon öfter dabei. Ja, ist auf jeden Fall sehr, ja, es wird uns auf jeden Fall freuen. Unterstützt die Dudes. Davon habt ihr was, davon haben wir was. Und das würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Also, schöne Woche. Macht's gut. Bis zur nächsten Woche. Macht's gut.